Jo Freunde, seit einiger Zeit kann man ja Fortnite nicht mehr auf iOS-Geräten, also auf Apple spielen, aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, wie ihr sogar gratis Fortnite zocken könnt und das zeige ich mal, was ihr da machen müsst und wie das Ganze funktioniert. An alle jetzt wirklich, die über iOS sonst gespielt haben oder iPhone haben und dann wieder Fortnite zocken wollen, geht jetzt aktuell wieder. Dafür müsst ihr euch nämlich hier bei GeForce Now registrieren. Ihr seht hier schon, spiele jetzt Fortnite. Ich mache mal kurz die Cam weg. Jetzt auf GeForce Now spiele Fortnite auf iOS, Safari und Android-Geräten mit der neuen Touch-Steuerung. Also ihr seht hier auf iOS, Safari ist ja der Internetbrowser für iOS-Geräte und dort könnt ihr jetzt wieder Fortnite zocken. Und wie das Ganze funktioniert, gehen wir mal kurz durch hier, denn dafür gehe ich einmal hoch. Wir haben verschiedene Stufen, die man hier quasi kaufen kann oder auch gratis benutzen kann. Und zwar hier erstmal gratis 0 Euro im Monat, Basic Rig, Standardzugriff auf Gaming-Server und vor allem hier ganz wichtig, Session-Dauer eine Stunde. Heißt für uns, wenn wir Fortnite zocken wollen, können wir das eine Stunde machen. Danach müssen wir das Ganze nochmal schließen, wieder neu aufmachen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, aber reicht auf jeden Fall, wenn wir erstmal nur ein, zwei Matches machen wollen. Dann machen wir das Ganze nochmal aus, machen es wieder an, können wieder eine Stunde zocken und so weiter. Ihr könnt euch das hier kaufen, finde ich aber relativ teuer. Hier pro Monat 9,99 €. Da könnt ihr 6 Stunden am Stück spielen. Habt aber auch bis zu 1080 P bei 60 FPS hier das Ganze. Ja, das sind auf jeden Fall die Sachen. Hier gibt es sogar gratis. Und ich gehe mal kurz hier auf mehr Infos, denn das Ganze müssen wir machen, indem wir uns hier auf eine Warteliste setzen. Es geht nämlich hier um eine begrenzte Beta für Fortnite, was GeForce Now jetzt hier rausgehauen haben. Und ganz wichtig hier, wir müssen uns hier links einmal auf die Warteliste setzen lassen, denn dieses ganze Teil hier mit Fortnite und GeForce Now beginnt erst gegen Ende Januar. Also dauert noch circa 2 Wochen und alle Leute, die auf der Warteliste waren und Glück haben, können dann auch Fortnite zocken. Ich weiß nicht, wie viele die annehmen werden, steht auch nicht hier drin. Hier steht nur unten bei den FAQs, dass es halt hier am 13. Januar heute beginnt halt die Anmeldung. Deswegen macht am besten direkt heute, falls ihr drauf sein wollt. Und dann habt ihr, denke ich mal, sehr gute Chancen dabei zu sein. Und wie lange das gehen wird hier, steht auch nicht. Also wissen sie noch nicht, wie lange diese Beta funktioniert. Dann stehen hier noch Sachen, wie verlinke ich mein Epic-Konto und so weiter. Könnt ihr euch dann hier durchlesen. Ich verlinke euch das Ganze. Müsst ihr einfach auf die Seite gehen und euch dann hier quasi anmelden. Jetzt spielen und dann hier auf Warteliste setzen. Und ja, mehr braucht ihr nicht machen. Und dann könnt ihr Ende Januar zocken. Erstmal unbegrenzt Fortnite wieder auf iOS. Das ist auf jeden Fall die Info für euch an dieser Stelle. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, sagt es euren Freunden, die auch iOS haben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.